Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir Konsul U in ihren Hintern getreten und noch Wasser hier in der Gegend überprüft. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir hier nochmal zwei Sachen zu besprechen haben und eins davon nochmal eine Nebenquest hier in Colony Tau ist. Zusätzlich haben wir bei Colony Tau jetzt auch endlich die maximale Harmonie erreicht. Also, sobald wir hier keine Nebenquest mehr sehen, wird hier wahrscheinlich auch keine mehr auftauchen. Deswegen sollten wir Colony Tau erstmal bevorzugen. Dementsprechend gehen wir jetzt die Gespräche durch. Fangen wir noch erstmal damit an. About that thing. Ja, definitiv nicht. Alleine definitiv nicht. Alleine wirst du unterwegs ja gefressen. Die haben gut durchgehalten. So, wie wird Rain ergehen? We need to lay all this out. Und das soll sich jetzt Rain antun. Naja, der Konsul ist nicht mehr da. Are we all ready to fight? Huh. Would you believe it? I really hope you'll see some sense and realize how pointless the tradition is. We'll never know unless we ask, yeah? Rain ist da vorne. Hoffen wir, dass wir ihn von seinem Vorhaben abbringen können. Hat mich jemand verpetzt? Aber das hat bisher keiner überlebt.
Es ist doch sinnfrei. Ganz doofe Idee. Nein. Ja, irgendwo nach unten. Das Problem ist, die Viecher sollte alle 70. Rain's hard-headed, so he might not be able to accept the change so easily. Once a certain notion takes root, excising it is no mean feat. Teufler, das waren doch die kleinen froschähnlichen Viecher, oder? Nein. Ja, definitiv. Rain, I really hope you're okay. Ja, hoffe ich auch. Ich gehe mal hier rum. Ah ne, diese komischen Vögel waren die Teuflers. Aber trotzdem sind die Viecher hier echt stark. Und dass hier überall Gift ist, macht es nicht besser. Da oben Robos. Tatsache. Ja genau, die Frogos, die waren nicht aggressiv. Das habe ich mich schon beim letzten Mal sich unten mal gefragt. Die sind eigentlich recht friedlich. Warum auch noch mitten im Gift? Und da ist ein Totentrupp. Einmal kurz warten, hiermit wieder hochheilen, ne? Falls da jetzt irgendein Kampf vonstatten geht. Das Gift hier in diesem Gebiet ist so ekelhaft. Wollten ihn essen. Da kann man den Truthähnen ja danken, ne? Für den hatte ich, ne, meine ich auch einen Reisepunkt, weil ich da irgendeinen Truthahn verkloppen durfte.
Gut, dass wir mit denen verbündet sind. Da hat sie recht. Ja, sie hat jetzt einen Verehrer. Wer sich noch daran erinnert. Stimmt, wir haben viel für Colony Tau getan. Aber vieles habt ihr auch selber geschafft. Ja, nur spricht mir aus der Seele. Would you believe it? Ah, Tomotönig. Wann kommst du auf den Teller? Huh. Would you believe it? Oh, das freut mich für euch. Huh. Would you believe it? Freut mich, dass er endlich die Heirat genehmigt. Would you believe it? So. Was wollte er hier überhaupt nochmal? Ich soll einfach nur den Spuren folgen. So, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, aber ich bin wieder hier. Dann müssen wir jetzt einfach nur seinen Spuren folgen, ne? Natürlich muss ich die Treppe extra runterklettern. Und darf sie nicht runterspringen. Natürlich, was denn auch sonst? Diese Fußspurenquesten hasse ich so sehr. Das ist kein Wasser, das ist Gift. Entschuldigung, Sie.
Rennt die schon wieder irgendwo hin? Kann es sein, dass Ging nicht mehr alle Tasten am Schrank hat? Oder im Eremitenmodus ist? Okay. Zenopon ist merkwürdig. Not to worry, just stick to the plan. Das da sieht so aus, ob da was wäre, aber das sind Level 90er einfach. Das sind einfach Level 90er Gegner. Ey, diese Spuchenquesten, ne, ist jetzt so ziemlich das langweiligste im gesamten Spiel. Ich mag die überhaupt nicht. Bosse. Was ist damit überhaupt gemeint? 7 Ambosse. Ist jetzt nicht wirklich so, als ob diese Quest jetzt wirklich irgendwo interessant gewesen wäre. Also es war halt wirklich einfach nur, ja, ich folge einfach nur straight auf diesen Spuren. Das war wirklich eine extrem langweilige Quest. Der Nopon hat eine Klatsche. Bin jetzt mal zur Kolonie Lambda zurückgegangen. Der eine rennt schon im Kreis. Und hat mal Izzard ins Team geholt. Looking at Colony Lambda now, wouldn't you agree that it's recovered some of its spirit? Definitely. The atmosphere feels different to how things were, even a little while ago. Ich habe auch mal die Stufe gepusht, hinten an dem einen Camp. Direkt am Eingang ist. We'd have retreated into our shells. All we did was give things a little push. I'm sure you'd have managed this by yourself, is it? You're most kind. Either way, that doesn't change the heap of problems I'm facing. They need fixing, but I can only manage a few at a time. It's not good if you push yourself too hard, Commander. Getting some rest is important too. Rest? Not sure how I'd go about getting some rest. The way things are here, I always end up busy, almost without intending to. I suppose as long as you're at your home colony, things just turn out that way, huh? And you know, we ain't exactly experts in the art of taking a load off. That reminds me. Do you have an idea, Tyon? Well, this could turn out to be nothing. But earlier, I heard a Nopon merchant talking about something called a natural spa. A spa? Supposedly it's in a remote place,
not easily reachable by people. What's remoteness got to do with getting poor, is it, here to relax? The Noppen also said it contained lots of nutrients, stimulated metabolism, promoted blood circulation. So you're saying if we get our hands on this spa, then even Izzard could get some rest? He'll be able to recover, basically? Like I said before, the information is questionable. It's only something I heard in passing. Tyon. Commander, I'm sorry. I know it's hardly a credible source. I think I like the sound of this. Huh? Now, I say we go out and we find this spa thing. I'm not really one to talk, but I didn't think you'd be so into this. Well, I have a passing interest in things of that ilk. But, I don't want to keep you from your journey. Nah, don't you worry about that. More importantly, how do we go about finding this thing? Why don't we ask somebody in the city? Right, better than just us racking our brains about it. My thanks, all of you. Just leave it to us, Commander. We'll give this our undivided attention. Oh, das ist die Heldenmission zu Izzard. Ja gut, wenn es die Heldenmission ist, dann würde ich die eher aufschieben. Bis aufs nächste Mal. Weil die wird definitiv wahrscheinlich Zeit fressen. Die Heldenmissionen haben bisher immer sehr viel Zeit gefressen. Also schieben wir das mal nach hinten. Wir könnten ja dieses Wrack hier noch aktivieren. So, jetzt bin ich hier an dem Wrack. Ich habe Gondor wieder ins Team geholt. Damit hatte ich mich hier mit dem Viecher nicht angelegt. So wirklich. Weil die halt einfach zu stark in Gruppe gegen mich waren. Aber jetzt kriegen wir die ja leicht kaputt. Sollten wir hier mittlerweile klarkommen. So, ich habe jetzt gerade hier den letzten fertig gemacht. Dann aktivieren wir das Ding mal. Ether sollten wir eigentlich genügend dabei haben. Ich habe wieder ordentlich gesammelt. Wie viel Ether schluckst du denn? 30, das habe ich locker. So, dann haben wir das Ding auch aktiviert. Dann sollte hier auch noch mal einer von den Notbomb-Karawane jetzt auch auftauchen. Haben wir das auch endlich mal erledigt. Ich habe die damals nicht bekämpft, weil ich glaube, als ich damals herkam, war ich so Level 55 und die waren Level 60, die Viecher. Und die haben mich übelst weggereckt. Vor allem diese Cocktule, die hier gegammelt haben. Die haben übelsten Schaden rausgehauen und die konnte ich auch nie solo bekämpfen. So, du solltest ein Steinchen für mich haben, oder?
Ich frage mich, wie viele von diesen Steinen muss ich noch sammeln? Was verkaufst du denn? Oh, mit dir wollte ich nicht reden. Mit ihm will ich reden. Heilkraft, Kretrate. Die Sachen sind jetzt auch nicht so schlecht. Was kommt aus eurer Fabrik raus? Die ist auf jeden Fall teuer. Ich gebe dreimal aus. Dann sehen wir so ungefähr, was rauskommt. Oh, ich stehe offenbar gerade perfekt, dass ich das einfach einsaugen kann. Ja, ich sammle hier mal eben kurz ein bisschen was auf. So, ich habe mir jetzt hier 10 Mal jetzt gegönnt. Ich glaube, vieles davon habe ich oft in den Karteikarten hier. Genau, zum Beispiel dieses Stoizid. Könnte ich mit Kolonie 9 ein bisschen das steigern. Weiß nicht, wie steht denn da gerade das Harmonie-Level überhaupt? Und nicht mehr so viel, dass es auch auf 5 ist. Ja gut, ne? Die Quest haben wir dann auch noch erfüllt. Wenn ich das gesehen habe, so viele Nebenquests haben wir gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, wann das Notpunktenregister mal langsam voll ist, ne? Aber so viel haben wir hier jetzt nicht mehr offen. Müssen halt noch bei der ein oder anderen Kolonie vorbeischauen. Das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also eine Frage an euch. War irgendwer von euch schon mal in einem Onsen drin? Also jetzt nicht so in einem Freibad, sondern ich meine wirklich so in einem Onsen, wie man es aus Animes beispielsweise kennt. So ein heißes Freiluftbad, wo es wirklich einfach nur darum geht zu entspannen. Ich war da jedenfalls noch nie drin. Na gut. Für heute soll es jetzt ebenfalls gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal geben wir Izzards Heldenmission an. Haben ja jetzt mittlerweile viele davon. Ich glaube, wir holen gerade einfach nur alle nach. Ich hätte wahrscheinlich wirklich einfach mal mit den zugehörigen Kommandanten durch die Kolonien streifen sollen, während ich da die Mission absammle. Ich glaube, dann werden auch wesentlich mehr angezeigt, weil sie viele mit denen zu tun haben. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Glocke natürlich aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.